Ich fange ausnahmsweise mal bei einem Herrn an, weil er hier nun mal der Gastgeber ist. Klaus-Peter Kuhndörfer, Filialleiter hier von Karstadt und zusammen mit der Stadt Güstrow Veranstalter, Schirmherr dieser wunderbaren Aktion, die eigentlich, sage ich mal, erfunden worden ist von Steps der Kultur- und Sportproduktion aus Nürnberg. Die veranstaltenden Herren und Damen verstecken sich sehr bescheiden im Hintergrund. Ganz außen zu meiner Rechten sitzt Hasret Kayishi, eine U19-Nationalspielerin hier vom FCR 2001 Duisburg, eines der größten Talente im Fußball, im deutsch-türkischen Fußball, muss man sagen, passt direkt ja schon zu unserem Thema. Leider schwer zurückgeworfen worden durch eine Kreuzbandverletzung. Das ist ja somit das Schlimmste, was man als Fußballer, glaube ich, kann man sagen, erleiden kann. Aber gerade wieder dabei, du hast am Wochenende, glaube ich, wieder gespielt. Es geht aufwärts. Daneben eine nur wenig ältere Fußballerin, Martina Voss-Tecklenburg, eigentlich eine der Pionierinnen des deutschen Frauenfußballs, ich glaube 125 Länderspiele gemacht, zweimal Fußballerin des Jahres, 5-6 Mal deutsche Meisterin, Europameisterin und jetzt Trainerin des, außer in den letzten 2 Tagen, sehr erfolgreichen FCR 2001 Duisburg. Also wenn jemand was in Deutschland und hier in der Region über Frauenfußball sagen kann, dann haben wir die Dame hier. Dann gehe ich mal über Herrn Kuhndörfer hinweg, den ich ja schon vorgestellt habe. Da sitzt Frau Dr. Susanne Sommer, die Leiterin des Stadt-, Kunst-, Kultur- und Stadthistorischen Museums hier in Duisburg. Ein Museum, das grandios ist, sage ich mal, das auch für Menschen, die nicht jeden Tag ins Museum gehen, immer wieder wunderbare Überraschungen, schöne Aktionen, schöne Ausstellungen bietet. Also ganz persönlich auch herzlichen Dank für die vielen Ideen, die wir da schon erleben durften. Daneben Frau Petra Müller-Willhardt, die ein sehr wichtiges Referat bei der Stadt verantwortet. Man kann sagen, eigentlich eines der wichtigsten Dinge, die man machen kann, nämlich die schulische Bildung. Und das ist wirklich ein Bereich, der ja nicht hoch genug angesiedelt werden kann. Und daneben dann, last but not least, selbstverständlich, Herr Körsken, der Chef von Frau Müller-Willhardt, der Geschäftsführer der Bildungsholding Duisburg. Soweit der Kreis zum Prozedere. Wie gesagt, Herr Kuhndörfer wird jetzt die offizielle Begrüßung machen und dann werden wir peu à peu über die 2 großen Aktionen sprechen und Sie dann zum Schluss bitten, und wir natürlich jetzt ja schon am Anfang ordentlich und ausführlich bitte darüber zu berichten, weil es ist eine wunderbare Sache. Bitte schön, Herr Kuhndörfer. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei Karstadt in Duisburg. Sie haben wunderschönen Sonnenschein mitgebracht. Ja, ich bin schon fast geblendet. Ich freue mich natürlich, dass Sie hierher gefunden haben in unser Le Buffet-Restaurant hier oben. Gestern Abend hatten wir noch eine Veranstaltung, deswegen heute Morgen haben wir ganz fix hier die Pressekonferenz vorbereiten müssen und wir freuen uns natürlich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ja, Ballbotschaften 2011 und Karstadt Duisburg Soccer Cup. Das ist natürlich eine Sache, die muss man vielleicht etwas erklären. Man muss dazu was sagen, damit man auch weiß, worum es wirklich geht. Ja, ich sag mal, als mir das erste Mal der Herr Schneider begegnet ist und zu mir gesagt hat, Ballbotschaften, habe ich auch erstmal geguckt, was meint er denn eigentlich damit? Denn so einfach erschließt sich das einem nicht. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat mir der Herr Schneider von Steps erklärt, dass sowas zur Männer-WM 2006 in Bayern schon mal gemacht worden ist mit bayerischen Schülern. Denen hat man nämlich gesagt, überlegt euch mal was zu den Themen Gleichberechtigung, zu den Themen, ja, Fairness, Respekt gegen den Rausch, gegen die Gewalt und gegen Rassismus. Und damals sind wunderbare Kunstwerke herausgekommen, die dann auch in Bayern sehr große Resonanz gefunden haben. Und da hat es natürlich bei mir Glück gemacht, weil ich gesagt habe, was gibt es dieses Jahr für großes Sportereignis in Deutschland? Das ist die Frauenfußball-WM. Und warum sollte man das nicht anlässlich dieser WM von den Frauen einfach nochmal wiederholen? Und da ich jetzt Geschäftsführer bei Karstadt in Duisburg bin, habe ich natürlich gedacht, Duisburg, Frauenfußball, ist ja mein Dialekt, ich komme ja aus dem Süden in Deutschland, habe ich gedacht, ja, Frauenfußball in Duisburg, das passt, weil die Stadt Duisburg steht wie kaum eine andere Stadt in NRW für den deutschen Frauenfußball. Ja. Hier aus der Stadt sind sehr viele aktive Nationalspielerinnen, wie Frau Voss, sie ist ja gerade vorgestellt worden, oder braucht man nicht mehr vorstellen, ist eine der ehemaligen Nationalspielerinnen, die in Duisburg sind. Wir haben den FCR in Duisburg, deswegen steht wirklich Duisburg für den Frauenfußball. Und dann habe ich gedacht,
ein Projekt für Schülerinnen und Schüler, denn gerade in Duisburg mit diesen Themen, das muss einfach gut sein, denn gerade in Duisburg ist eben die Integration ein wichtiger Teil der Stadtkultur und Karstadt beispielsweise bildet immer sehr viele Schüler und Schülerinnen aus. Wir haben sehr viele Schüler, die auch zu uns als Kunden kommen und dann später mal zu Azubis werden. Und die Ausbildung bei Karstadt ist eigentlich ein wichtiges Thema. Weiterbildung junger Menschen ist uns sehr, sehr wichtig. Und da war eigentlich dann der Kreis geschlossen, wo wir gesagt haben, das ist ein Thema, das möchte Karstadt in Duisburg einfach treiben. Natürlich braucht man dafür Partner. Sie können das nicht einfach so machen, sondern um eben auch an die Schulen zu kommen, um die entsprechenden Schüler ansprechen zu können. Da ist es eben notwendig, dass man sich Partner holt. Ich habe heute schon gesagt, so ein großes Podium habe ich hier selten bei Karstadt erlebt. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, als wir die Frau Müller-Rückert angesprochen haben und die Bildungsholding, ob sie denn Interesse hätten, uns zu helfen und sie sofort Feuer und Flamme war für das Projekt, genauso wie der FCR Duisburg mit Martina Voss. Und ich kann mich noch erinnern, als sie hier gesessen sind und haben die ersten Überlegungen gemacht, wie man dieses Projekt praktisch auf den Weg bringen kann. Und dass wir noch viele weitere Partner gefunden haben, hat uns natürlich sehr bestärkt. Beispielsweise die Schirmherrschaft für dieses Projekt hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung übernommen, Mechthild Diekmanns. Und wir haben auch Zuspruch aus dem Deutschen Bundestag. Sabine Betzing-Lichtentäler ist Mitglied des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, hat uns auch ein entsprechendes Grußwort für die Veranstaltung gegeben. So, und die Vorgängerin auch noch. Da kann man sehen, dass das ein Projekt ist, was also den Fußball mit Kunst verbindet. So. Und es ist natürlich so, dass Kunst, wie stellt man jetzt den Fußball mit Kunst zusammen? Das ist ein bisschen schwer, aber es ist relativ einfach, wenn Sie sich die Kugel hier vorne anschauen. Sie sehen nämlich hier eine Styroporkugel und das ist eigentlich der ganze Clou an der Sache, nämlich, dass man den Schülern sagt, überlegt euch was, zeichnet erstmal was auf einer Skizze und überlegt euch, wie ihr eben diese Ballbotschaften euch ausdenken möchtet. Dann werden wir mit einer Jury entsprechend drüber sitzen und auswerten, wer die besten Einwürfe gemacht hat. Und die 40 besten Entwürfe werden dann in Form einer Kugel, einer Styroporkugel, dann in die Daten umgesetzt. Und es kommt eben auf die Kreativität der Schüler an, sich wirklich da zu überlegen, was man mit einer Kugel, mit einer einfachen Styroporkugel anfangen kann. Und ich werde jetzt nachher, nach der Vorstellung, wenn ich gerade gegeben habe, auch nochmal das Prozedere erklären, zu welchem Termin welche Dinge stattfinden. Aber mich hat es also einfach sehr gefreut, dass ich eben in Duisburg dieses Projekt anstoßen konnte, dass es so viel Anklang gefunden hat. Und ich bin ziemlich sicher, ich wusste ja nicht, dass die Frau Voss mit Bayern München, also dass sie da gespielt haben, aber ich bin sicher, die Duisburger Schüler werden besser performen als die bayerischen Spieler. Ja? Nein, also ich sage ganz offen, ich glaube sicher, dass das kreative Potenzial in Duisburg da ist, um einfach eine tolle Ausstellung zu machen, uns also tolle entsprechende Kunstwerke zu schaffen. Und es ist ja auch nur ein Teil des Projektes. Ein zweites Teil ist unser Karstadt Duisburg Soccer Cup, bei dem es eigentlich darum geht, ja, so eine kleine Mini-WM vor der eigentlichen WM zu machen. Und da haben wir uns eben auch überlegt, wie kann man eigentlich, sag mal, Integration und eben auch die Punkte Gleichberechtigung, Fairness, Rausch und Gewalt und gegen Rausch und Gewalt und gegen Rassismus auch umsetzen auf dem Fußballplatz. Und natürlich war das klar, wenn wir am 18.06. dann unsere Ausstellung eröffnen möchten, dass wir dann eben auch hingehen werden und ein entsprechendes Fußballturnier an dem Tag machen, direkt vor unserem Haus vor Karstadt. Das ist das, warum wir eben diese Botschaften machen wollen, weil wir gesagt haben, junge Menschen müssen was tun. Fußball ist das, was in Duisburg eigentlich übergreifend durch alle Generationen, durch alle Schichten entsprechend geliebt wird. Das Ruhrgebiet ist fußballverrückt und dann haben wir gesagt, das ist die Aktion, die Karstadt hier unterstützen möchte. Und dass wir die Bildungsholding dazu gekriegt haben, uns da eben entsprechend so zu unterstützen, ist einfach eine tolle Sache, weil ich glaube, es ist gut, wenn junge Menschen einfach kreativ was gestalten. Ja, danke schön, Herr Gundorf.